vegane Ernährung für Kinder und sogar Babys. Diese Schlagzeile hat mich erschüttert, muss ich einfach sagen. Es ist fahrlässig, nett gesagt, Körperverletzung ist das eigentliche Wort, das ich hier wirklich aussprechen möchte. Dass es von allen Stellen einen unglaublichen Push Richtung vegan gibt, haben wir schon alle mitbekommen. Dass es immer nur zu kleinen Teilen um Gesundheit geht, zu anderen Teilen um das Thema Tierschutz oder Nachhaltigkeit oder Klimaschutz, ist ein Aspekt, der vielen gar nicht bewusst ist. Dass zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ihre Ernährungsempfehlungen nur zu 30% dahingehend moduliert, ob es überhaupt eine gute Ernährung ist. 40% machen aus, ob es gut fürs Klima ist und die restlichen Prozent sind so gewichtet, ob die Ernährung möglichst wenig von dem abweicht, was wir bis jetzt essen. Also nur mal so, dass man das einordnen kann. Und jetzt sehe ich so eine Schlagzeile, dass eine Kinderärztin, die eben schon seit vielen Jahren vegan ist, wie sie im Artikel schreibt, tatsächlich sagt, sie sieht kein Problem darin, Kinder, Kleinkinder und Babys vegan zu ernähren. Und ich finde es total schwierig und schlimm, wenn evidenzbasierte Ernährungsempfehlungen durch ideologische Meinungen verdünnt werden und Menschen das lesen und dann ihre Kinder tatsächlich vegan ernähren. In diesem Artikel schreibt oder wird diese Ärztin zitiert, dass sie sagt, ja, man kann das machen, wenn man gut betreut ist und weiß, was man tut. Tatsächlich ist das, also das ist halt ein Satz, der sie versucht, mit dem sie versucht, sich da ein bisschen rauszuretten aus der Verantwortung. Aber Tatsache ist, dass 90% der Leute nicht mal wissen, dass Eiweiß und Protein das gleiche ist, dass Kohlenhydrate und Zucker das gleiche sind. Wie soll ich da erwarten, dass Leute verstehen, dass Eiweiße aus verschiedenen Aminosäuren bestehen, dass wir unterschiedliche Fettsäuren haben, dass es essentielle Aminosäuren gibt, dass es essentielle Fettsäuren gibt. Ja, das ist echte Körperverletzung. Wir sind keine Pflanzenfresser. Das heißt, seit 2,5 Millionen Jahren spielen tierische Lebensmittel eine sehr prominente Rolle in der Entwicklungsgeschichte des Menschen. So wie wir hier sitzen, gibt es uns seit 200.000 Jahren. In diesen 200.000 Jahren waren auch tierische Lebensmittel ein ganz essentieller Teil unserer Ernährung. Das heißt, wir sind auf evolutionär an das angepasst. Tierische Lebensmittel sind Teil einer artgerechten menschlichen Ernährung. Es gibt eine Vielzahl an Nährstoffen und Vitaminen, die ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vorkommen oder in ausreichenden Mengen oder in einer Form vorkommen, die für uns einfach am besten aufnehmbar sind. Da gehört dazu Vitamin A, Retinol zum Beispiel, die Omega-3-Fettsäuren. Dazu gehört aber auch B12, Vitamin D und Cholin, Taurin, Kreatin, das sind alles Sachen, die wir unbedingt brauchen, die nur in tierischen Lebensmitteln vorkommen. Pflanzliche Proteine unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Aminosäurenzusammensetzung, aber auch, wie viel absolut von jeder Aminosäure drinnen ist. Wir wissen, dass es sogenannte limitierende Aminosäuren gibt. Das heißt, wenn ich von einer Aminosäure zu wenig aufnehme, können die anderen Aminosäuren nicht richtig genutzt werden und werden einfach oxidiert, also für Energiegewinnung genutzt und nicht als Baumaterial. Wir wissen, dass Omega-3-Fettsäuren und die B-Vitamine extrem wichtig sind für die Entwicklung des Nervensystems und für das Gehirn. Cholesterin und gesättigte Fette sind wichtige Baustoffe für unser Gehirn und für die Nervenbahnen. Wie kann ich eine Ernährung empfehlen, die diese essentiellen Nährstoffe für die Gehirnentwicklung nicht enthalten? Es ist eine Sache, wenn ich mich als Erwachsener dazu entscheide, mich vegan zu ernähren. Das ist eine Sache. Ich habe einerseits bin ich fertig entwickelt, auf der anderen Seite habe ich Speicher, ja, von denen ich zehren kann. Und bei den einen,
dauert es halt 10 Jahre, bei den anderen 15 Jahre, bis diese Speicher erschöpft sind. Und dann habe ich vielleicht noch dazwischen zwei, drei Schwangerschaften. Das Ganze kann die ganze Sache auch beschleunigen. Und dann kann ich natürlich mit Nahrungsergänzungsmitteln und entsprechenden Supplementen arbeiten. Aber es ist echt ein Ziel, mein Kleinkind, mein Säugling, sobald er abgestillt ist, mit Nahrungsergänzungsmitteln vollzustopfen, weil die Ernährung, die ich ihm gebe, eben nicht artgerecht ist, nicht alles enthält, was ich zur Entwicklung brauche. Die selektive Wahrnehmung und der Push der Medien, der Politik und einiger sehr investierter Wissenschaftler oder auch Ärzte, die sich meinen, hier so besonders äußern zu müssen, Richtung vegan, wird die nächste große Gesundheitskatastrophe auslösen. Das erste unkontrollierte Experiment war in den 70er Jahren mit der Einführung der Ernährungspyramide, wo man gesagt haben, alle Leute müssen 55% Kohlenhydrate essen und Fette sind schlecht. Ja? Null Evidenz, aber wir haben es eingeführt. Was haben wir? Nur mehr 12% der Amerikaner sind überhaupt stoffwechselgesund. Wir haben über 60% Übergewichtige. Jeder Zweite hat irgendeine Autoimmunerkrankung, eine Stoffwechselerkrankung, Krebs, Allergien, Demenz, ja, name it. Wir haben es alles. Aber nicht, weil wir so viel Fleisch essen, weil das hat sich seit den 70er Jahren nicht geändert und ist sogar rückläufig. Nein, weil wir 50% Kohlenhydrate essen, die vollkommen überzogen sind, was überhaupt nicht artgerecht ist und nicht mal ein essentieller Nährstoff. Es gibt keine essentiellen Kohlenhydrate, aber es gibt essentielle Aminosäuren, essentielle Fettsäuren. Es gibt keine Kohlenhydratmangelerkrankung und es gibt auch nicht mal einen Minimumbedarf tatsächlich an Kohlenhydraten, die wir unbedingt über die Nahrung aufnehmen müssen. Und das zweite große Bevölkerungsexperiment ist jetzt dieser Pusher der veganen Ernährung. Und was wir sehen werden, ist eine Explosion an Allergien im Frühkindalter, psychische Erkrankungen, psychiatrische Erkrankungen, Depressionen, Diabetes und alle möglichen Stoffwechselentgleisungen. Das wird jetzt noch, das ist Öl ins Feuer gießen. Also wenn ich euch, ihr merkt, ich bin da echt passionate, weil ich sehe, was das anrichten kann, weil ich eine Sache finde, wenn ich mich als Erwachsener dafür entscheide, aber Kindern essentielle Nährstoffe vorzuenthalten aufgrund einer ideologischen Vorstellung, das ist Körperverletzung und widerspricht allem, was wir von unserer Biologie als Tiermensch wissen, was wir von unserer Menschwerdungsgeschichte wissen, was wir von Jäger-Sammlergesellschaften sehen. Es gibt keine einzige vegane Jäger-Sammlergesellschaft. Sowas gibt es nicht, weil wir dann sterben würden. Ja, das ist vegan, ist eine Mangelernährung, ist nur durchführbar mit sehr, sehr rigoroser Supplementierung. Und wenn ich super gut weiß, was ich tue, und ist absolut nicht geeignet für Kinder, nicht geeignet für Säuglinge, nicht geeignet für kranke Menschen und Menschen, die besondere Nährstoffherausforderungen eh schon haben.